Okay, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dieser zweiten Pokalrunde. Es war wieder ein Krimi zwischen dem ASV und Westfalen, Tusen und Essen am Ende 30-31. Glückwunsch an die Gäste zum Einzug in die dritte Pokalrunde. 1012 Zuschauer haben das Ganze gesehen hier in der Westpress Arena und es war ein Spiel mit vielen Wendungen. Am Ende mit dem besseren Ende für euch. Daniel, ich bin gespannt, wie du es zusammenfasst und analysierst, bitte. Ja, erstmal danke schon mal für die Glückwünsche. Ja, noch ein bisschen geflasht, ne? Weil muss ja schon, ich habe schon gedacht, er hat gleich Anwurf und so. Er muss ja alles vorbereiten bei dem 7 Meter. Von daher, ja, ich finde, haben gut angefangen. Erste Halbzeit haben dann viel das Tempo mitgenommen mit Max Neuhaus, hatten dann so einen kleinen Bruch im Spiel, weil wir irgendwann einfach wechseln mussten. Das Tempo kriegen wir nicht hin. Und dann hatten wir viele technische Fehler, die uns dann so ein bisschen Sand im Getriebe hatten. Haben uns dann nochmal ein bisschen zurückgekämpft zu der Führung zur Halbzeit. Ja, ähnlich ging es dann wieder los. In der ersten Halbzeit, dass wir Tempo aufgelegt haben, dass wir dann weggingen, wieder ein bisschen, 2 Minuten Strafen und so weiter. Max Neuhaus verloren, sicherlich vielleicht auch, hoffentlich nicht so schlimm, sage ich da, also ist das nicht wert. Ja, und von daher dann am Ende gekämpft, mit 7-6 wollten wir ein bisschen überraschen, haben dann die Mannschaft gefragt, ob sie das spielen will, am Ende haben sie gewollt und dann kann man es auch mal ausprobieren und dann am Ende glücklich mit dem 7 Meter. Fast ja, mit wenig Paraden, muss man sagen. Von daher bin ich über die Abwehr, Ballgewinn und die Idee, dass die Jungs daran glauben, sehr, sehr glücklich und mit dem Ergebnis. Danke. Ja, Glückwunsch an Daniel und Tusem zum Sieg heute. Ich denke, dass wir heute einfach das nicht geschafft haben, das Momentum irgendwie mal auf unsere Seite zu ziehen. Also ich glaube, wir sind nicht gut reingekommen ins Spiel, haben lange gebraucht, bis wir uns ein bisschen stabilisieren konnten, gerade in der Abwehr, haben mit der Reinnahme von Keno Jakobs dann etwas mehr Aggressivität und auch Körperlichkeit in den Zweikämpfen bekommen. Haben dann eigentlich eine Phase, wo wir uns dann auf 14-12 absetzen können, verpassen es da eigentlich, den dritten Treffer zu setzen. So gehen dann im Endeffekt mit einer minus einem Tor in die Halbzeit, was eigentlich, sagen wir, schon nicht gut war für uns, was hätte einfach vom psychologischen Herangehen natürlich mit einer Führung deutlich leichter hätte funktionieren können in der zweiten Halbzeit. Ja, und in der zweiten Halbzeit war es dann einfach ein enger Schlagabtausch und dann am Ende ist es natürlich ein Stück weit auch ein bisschen Glück, ein bisschen Pech, was dann dazu kommt. Alles in allem muss man aber einfach sagen, dass wir in den Phasen, wo wir auch unentschieden, gerade in der zweiten Halbzeit, dann immer mal wieder stellen konnten, jedes Mal verpasst haben, mal selber mit einem Tor in Führung zu gehen. Und dementsprechend muss man dann am Ende auch sagen, dass der Tusem sich diesen Sieg heute verdient hat.